jetzt ist ja nicht so weit. Blümchen ist heute mein Gast. Und zwar, heute ist mein Tag, ist ihre neue Single. Und ich würde sagen, ach, ich will gar nicht mehr weiter um den heißen Brei rumreden. Ich würde einfach sagen, lassen wir sie rein. Ja, natürlich lassen wir sie rein. Und hier ist Blümchen. Hallo Blümchen. Oh, eine Diva. Eine Diva. Grüezi. Hi, unsere Tänzer, guck extra für dich. Ja, wunderschön. Ich hab gehört, blonde Frauen. Hi, hi. Bussi, Bussi. Ah, ja, am Blümchen. Ah, setz dich. Danke. Hier, der Teletubby. Den kann man bei uns gewinnen. Gefällt dir gut. Immer in den Sack greifen und dann spricht er was. Ja. Okay, Blümchen, freut mich, dass du mein Gast... Gott sei Dank alleine. Ja. Freut mich, dass du mein Gast bist heute. Ja, ich freue mich auch. Nein, wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und, jetzt für unsere Zuschauer zu Hause, was viele schon gar nicht wissen, du hast erstmal eine neue Single rausgebracht, heute ist mein Tag. Und du bist ja schon seit 4 Jahren dabei. Mhm. Seit 4 Jahren arbeitet Blümchen schon in dieser Branche. 1995 hast und du angefangen. Und erst seit du dabei bist, macht es richtig Spaß. Oh, habt ihr das gehört? Ist das nicht schön? Seit ungefähr einem Jahr wird's gut. Lass mich dich küssen. Endlich am Horizont. Nein, gut. Willst du irgendwas sagen vielleicht jetzt mal? Ich sag jetzt nichts mehr. Diese Schweigeminute müssen wir uns alle gönnen zu Hause. Das ist nämlich wichtig. Dann kommen wir nämlich in den Redefluss hinein, nicht wahr? Ja. Du wurdest ja, habe ich gelesen, jetzt unsere Zuschauer, die wissen immer gar nicht, Jasmin, wie du dazu gekommen bist. Viele machen Casting mit. Ich zum Beispiel habe ein Casting bei Vivid gemacht. Du wurdest entdeckt von 2 Produzenten. Das ist eine lange Geschichte. Ja, eben. Das muss ich. Nee, ich erkläre es kurz. Und zwar auf einer deutschen Welle-Party war das, ne? Ja, aber davor kannte ich schon eine Frau, die jemanden kannte, der wusste, dass jemanden sucht zum Zusammenarbeiten. Und auf dieser Party habe ich den letztendlich kennengelernt. Sage, waren die ersten Kontakte. Und dann haben wir mal Karten ausgetauscht. Und ich dachte natürlich, was für ein Zwerg ist das? Weil er hatte lange Haare und eine Bomberjacke an. Und für so ein junges Mädchen wie mich war das schon. Sehr unseriös, aber meine Mama hat dann bei ihm angerufen und abgecheckt, dass es auch ein netter Mensch ist. Und dann haben wir zusammen. Wir haben die Geschichte verstanden. Angefangen zu arbeiten. Nein, ist das also auf der Party? Also, ihr habt euch auf der Party dann getroffen? Ja, also. Kennengelernt. Ist es da so abgelaufen? Irgendwie? Also, vielleicht ist es ja so abgelaufen. Soll ich dir mal, also, wie ich mir vielleicht vorstellen könnte, irgendwie so. Oh, ich bin Blümchen. Ich will singen. Boom, 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 rang. Ich komme immer bei dir an. Nee, sowas ist nicht, oder? Nein. Okay, alles klar. Nein. Ja. Und du hast ja auch super Erfolg und du hast ja auch ganz, ganz viele Ottos gewonnen. Bravo Ottos. Kommt mal her. Kamerafrau, kannst du mal ein bisschen näher kommen? Ganz, ganz viele Bravo Ottos, die habt ihr gewählt. Nämlich Jasmin habt ihr mal gewählt. Mhm. Und jetzt mal eine richtig dumme Frage. Wo stellst du die ganzen Ottos hin? Auf mein Klavier. Ich habe ein Klavier zu Hause und da stehen sie alle drauf. Und sie werden auch immer entstaubt. Von mir ist persönlich. 2 goldene, 1 silberner und dann sind ja Gott sei Dank noch ein paar andere Sachen dazugekommen. Und mein Klavier freut sich da immer über neue Sachen. Also, ach, du hast ein richtig großes Klavier? Also, ja, normal großes Klavier. Ja. Also, es ist kein Flügel, so ein normales Klavier. Sie hat einen Flügel, ich habe ein Klavier. Was ihr zu Hause habt, weiß ich nicht. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal einen Clip an und sind gleich wieder da. Oh. Hallo. Ich weiß nicht, was hier passiert. Hi, Jasmin. Hi. Ja, bei uns passiert alles spontan. Ich kenne ganz tolle Witze. Erzähl mal einen. Also, jeder hat ja einen Vornamen und auch die Tiere. Sag mir doch mal den Vornamen vom Insekt. Also, ich bade auch gern. Insekt. Ach so. Und der Vorname vom Reh? Komm mal her. Nee, das ist auch süß. Ihr müsst jetzt lachen. Ja, immer ja. Wenn ich Lachtaste, drück doch mal die Lachtaste. Nein, ich habe eine Idee. Immer wenn ich schnippe, dann müsst ihr zu Hause lachen. Das heißt, der Witz war zu Ende. Okay, okay, noch jetzt. Einen. Okay. Der Vorname vom Reh. Reh. Der Vorname vom Reh? Kartoffelpü. Ah, Kartoffelpüree. Schnitz? Ja. Schnitz? Ja. Schön. Jasmin, du siehst so attraktiv aus, das muss ich mal sagen. Du bist eine ganz, ganz tolle Frau. Und jetzt natürlich die Frage, die wir... Schnipp. Die wir... Schnipp, ja. Hat sie recht. Nein, nein, ich meine das wirklich ernsthaft. Also da ist ein Blümchen. Ja? Ja. Und da ist ein Bienchen. Und dann kommt das Bienchen zum Blümchen. Aha. Und dann wird das Bienchen, das Blümchen von dem Bienchen bestäubt. Das spielst du jetzt mein Bienchen? Nein, 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 du kennst das. Und jetzt die Frage, hast du auch schon mal bei so einem Bestäubungsprozess teilgenommen? Ja, das wollte ich fragen. Oder? Hallo, wie geht's denn? Und jetzt haben wir, glaube ich, jemanden in der Leitung. Hallo? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Hallo, der Mama, ich bin die Simone. Hallo, Simone. Geil. Hier, das sind deine Kopfhörer. Die muss erstmal Jasmin noch Hi, kurz Simone. Aufziehen. Hallo, wie findest du die, Jasmin?
Ich finde die super. Kannst du die bitte von mir grüßen? Und ich hätte gerne ein Autogramm und wenn es geht auch eine CD mit einer Unterschrift drauf. Mach ich, cool. Und du hast dir den Begriff ausgesucht? Ja. Ja, was für einen denn? Tanzbar. Tanzbar? Tanzbar, Okay, und den soll ich Jasmin vorspielen? Ja. 5, 4, 3, 2 und es geht los. Du bist Nick von den Backstreet Boys. Noch nicht, bin noch nicht fertig. So. Das war der erste Teil? Ja. Der zweite Tanz, Teil? Tanz. Ah. Hey, du Pisser, verpissen, Arsch. Ich weiß, wer du bist. Okay, das war der erste Begriff und das war der zweite. Du bist Harald Juhnke. Nein, das war's nicht. Aber das war doch schon ziemlich gut, oder? Die Zeit rennt. Bist du eine Person? Nein, ich habe am Anfang, was habe ich gemacht? Getanzt. Ja, und dann war ich wo? Am Strand. Nein, ich war in einer Stadtkneipe. In einer Kneipe war ich wo? Wir geben dir noch 10 Sekunden. Schnell, ich habe getanzt. Pub. In der Hotel. Ravi! Nein, ein Hotel. Bar. Und jetzt die beiden Begriffe zusammen? Tanzbar! Und sie hat gewonnen! Blödsinn! Jasmin, sag mal den Begriff! Ich hab's nicht gewusst! Ja, sie hat's gleich gewonnen! Das liebe ich an ihr! Spontan, spritzig und sie weiß Bescheid! Jasmin, dein Gewinn, unsere charmanten Tänzer! Schön! Und ich würde sagen, wir gucken uns den Clip an und sind gleich wieder für euch da mit Jasmin. Bis gleich! Tinkle Winky, Tinkle Winky. Ach, wir sind wieder da. Ach so, sorry. Ja, wir sind wieder dabei. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Heute ist mein Tag. Meiner auch. Meiner auch, super. Gut? Wir setzen uns auf den Boden, würde ich sagen. Oh ja. Sort. Okay. Toll, das durfte ich nie machen in meinem Zimmer. Oh, Zott. Ist doch schön hier, ne? Halt deine CD. Mit was hast du als Kind am liebsten gespielt? Mit meiner Oma. Ja? Ja? Ich hatte ganz viele Legosteine, habe ich immer Häuser mitgebaut. Legosteine? Mhm. Nee, ich habe das System nie verstanden, wie man die zusammenbaut. Aber wir können ja was aus dem Cover basteln hier. Aus dem Cover? Ich bastel ein Schiffchen und du kannst einen Hut machen. Ein Schiff, ja. Klar. Erstmal. Ja, für wen brauchst du jetzt mal ein Schiff? Schiffchen. Gut. Ja, das brauchen wir noch Wasser. Ja, kannst du mich ruhig was fragen? Okay. Ich kann beides. Nein, ich frag dich was. Jasmin kann basteln und sprechen. Ja. Wenige Frauen, aber Jasmin kann das. Du arbeitest ja mit Songwritern zusammen, hast gerade schon erzählt. Und das Problem ist ja, da wird immer viel Zeit beansprucht bei so Texte schreiben, ne? Nein, das kann ganz schnell gehen. Echt? Geht schnell? Also wenn ich was schreibe, geht das sehr schnell. Dachte ich mir, weil bum 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 muss es schnell gegangen sein. Das habe ich nicht geschrieben. Ach so. Also auf dem letzten Album habe ich einen Song gemacht über Gewalt an Schulen. Also ein richtig sozialkritisches Thema. Ach, diese sozialkritischen Themen. Na. Und die habe ich selbst gemacht, die Kleine hier. Ja, ja. Die kriege ich von der Jasmin. Ach, das ist ja hübsch. Ja, oh, das ist richtig Sunnyboy-mäßig, Surfer-stylisch. Das ist gut so, das muss so, das gehört so. Ja gut, das ist schön, das Kettchen. Heute ist mein Tag und jetzt frage ich dich, warum ist es dein Tag? Das könnte genauso gut meiner sein. Dein Tag. Warum ist es deiner? Ich will auch einen Tag. Okay, das ist dein Tag. Das ist dein Tag. So einfach geht es bei Frauen. Die müssen nur mal den Kopf irgendwo hinlegen und dann... Nein, auf die Schulter, meine ich. Jetzt wollen wir reinhören in deine CD. Und zwar, heute ist mein Tag. Und zwar hast du da... Guck mal, ich habe rosa Schuhe. Ja, guck mal, ich habe blaue. jetzt wollen wir reinhören in deine CD. Mhm. Und zwar gibt es da eine Punk-Version davon. Ja. Von heute ist mein Tag. Und da wollen wir mal reinhören. Schöne Grüße an Ruh. Schöne Grüße an Ruh. Das ist deine Punk-Version. Okay.
Ihr seht, Jasmin ist rausgegangen. Das war Jasmin. Freut mich, dass sie da war. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Jasmin, willst du mal kurz reinkommen? Und tschüss sagen zu unseren Zuschauern. Die Kette habe ich gekriegt. Halte ich in Ehren. Dankeschön, das war Jasmin. Unsere Tänzer, hier. Jasmin, mit der neuen Single. Heute ist mein Tag. Tschüss. Wir sehen uns. Lemon Man.